Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Creepy Places mit Tyrion. In der heutigen Episode wollen wir uns mit einem Ort nahe Hohenlinden im Landkreis Ebersberg nahe München beschäftigen. Befährt man dort die Staatsstraße 2080, wird man irgendwann am Straßenrand eine kleine weiß gekalkte Kapelle vorfinden. Hierbei handelt es sich um die Hubertuskapelle am Ebersberger Forst. Die Geschichten, welche sich um jenen Ort ranken, sind ebenso vielseitig wie die Anzahl der Erzähler selbst. Doch welcher Mythos haftet jenem Ort an? Nun, es ist weniger der Ort selbst, welcher die Anwohner dazu veranlasst, nachts einen Spaziergang im Wald zu vermeiden. Es ist eher jene Existenz, welche dem Wald und besonders der Kapelle selbst anhaften soll. Die weiße Frau geht um, so heißt es. Die weiße Frau, da wartet sie, stehend am Straßenrand, lauernd auf unaufmerksame Reisende. Jener Erscheinung haften verschiedene mythologische Erzählungen an. Es wird berichtet, dass wenn man des Nächtens den Ebersberger Forst durchquert, man am Straßenrand eine weiße Frau erscheinen sehen kann. Sie wartet auf vorbeischnellende Autofahrer. Hält man an, so heißt es, wird die Frau zu einem in den Wagen steigen und ein Stück mit ihr fahren. Dann, von einem Moment auf den anderen, wird sie aus dem Auto verschwinden und dich in einem kalten Schauder zurücklassen. Doch ignoriert man sie und fährt an ihr vorbei, so wird sie dich verfolgen und neben dir am Auto erscheinen. Sie wird in das Lenkrad greifen und einen unabwendbaren Unfall mit Todesfolge für dich verursachen. Über die Identität der Frau ist nichts bekannt und über ihre Beweggründe kann nur spekuliert werden. Einige Gerüchte sprechen davon, dass ihre Kinder bei einem Autounfall genau an jener Stelle ums Leben kamen. Andere wiederum sprechen davon, dass die Frau durch Fahrerflucht ums Leben kam und sie nun nach dem Täter sucht. Was im Ebersberger Forst wirklich vor sich geht, mag zur aktuellen Stunde niemand wirklich begründen können. Doch vielleicht möchtest du dich ja an dein Auto setzen und über die Staatsstraße 2080 fahren. Vielleicht begegnest du ihr ja, aber vergiss nicht zu halten. Nicht, dass du ihr bald in ihrer Kapelle Gesellschaft leistest. Hey Leute, vielen Dank für das Anhören meiner Geschichte. Wenn ihr mit mir in Verbindung bleiben wollt, so hinterlasst doch ein Abo. Für diejenigen unter euch, welche mehr wissen möchten und keine Episode meiner Selfmade Nightmares verpassen wollen, empfehle ich, die Glocke zu aktivieren und mir auf Twitter sowie Facebook zu folgen. Bis auf Weiteres wünsche ich angenehme Albträume. Euer Tyrion.